Hallo und herzlich willkommen zu unserer Scrapbook-Reihe Rügen 2016. In dieser Reihe zeige ich euch Schritt für Schritt, wie dieses wunderbare Rügen-Album entstanden ist. Wenn ihr eine Übersicht über das Album haben wollt, dann schaut doch mal bei diesem Video vorbei. Eine Anleitung für die Struktur des Ganzen findet ihr hier. Und wenn ihr alle Videos der Reihe inklusive der Dekoration sehen wollt, dann schaut doch mal in der Playlist vorbei. In diesem Video zeige ich euch, wie ich die erste Seite gestaltet habe und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Kreativ bunt. Als erstes habe ich mir mal Designpapier rausgesucht, was ich gerne für die erste Seite verwenden möchte. Vieles von dem eher dunstig gehaltenen Papier, sage ich jetzt einfach mal. Also am ersten Tag, wo wir da waren, war das Wetter einfach noch nicht so toll, aber ich fand die Atmosphäre so genial, weil wie ihr auch hier auf dem Bild sehen könnt, war so richtig schön mit Nebel und alles sah so ein bisschen mystisch aus, aber es war trotzdem warm und schön und da habe ich einige Bilder von gemacht, auch Strandbilder und so weiter und ich habe mich dazu entschieden, die erste Seite so zu halten, dass ich nur dieses Papier verwende und nicht das strahlend blaue. Was später noch zum Einsatz kommt. Dann habe ich hier für die erste Seite ein Bild, bevor wir losgefahren sind. Das muss natürlich hin, so nach dem Motto, jetzt geht's endlich los, auf in den Urlaub. Ich hatte auch überlegt, die Wolke hinzumachen, die habe ich nachher wieder weggenommen. Das Auto ist allerdings da geblieben. Das ist ein Stempel, den ich gleich noch mit Filzstiften auch koloriere. Dann habe ich zusätzlich zu dem Papier, was ich selbst gemacht habe, vielleicht habt ihr das in dem großen Video schon gesehen, dass ich einiges an Papier selbst produziert habe, einfach dadurch, dass ich immer wieder während dem Urlaub Fotos gemacht habe und die mir später als Papier abdrucken lassen. Auf jeden Fall daneben dran habe ich noch Actionpapier genommen. Das ist das lange 15 x 30 cm hat das, glaube ich, mit den Ankern. Da gibt es einen Block, der komplett maritim gehalten ist. Das finde ich, hat richtig schöne Motive und eignet sich halt auch genau für einen Urlaub am Meer und ja, kommt auch da zum Einsatz. Genau, da koloriere ich jetzt erstmal den Stempel, vielleicht noch zu den anderen Sachen. Der Koffer ist auch eins von diesen Holz Embellishments, die es beim Action gibt, ebenso wie die Zahlen. Ich weiß nicht, ich habe selbst keinen Action, ich habe aber ganz, ganz liebe Bekannte und Freunde, die mich damit Material versorgen, beziehungsweise ich fahre dann hin und wieder auch mal im Urlaub, wenn ich in der Nähe eines Actions bin, an einem vorbei und so hat sich einfach über die Zeit einiges angesammelt. Und ich mag die Sachen, auch wenn sie nicht die hohe Qualität haben, aber ich finde, wenn man viel hat, hat man viel Auswahl und mit viel Auswahl kann man immer viel machen. Und ja, dementsprechend kommt in dem ganzen Album relativ viel Actionzeug zum Einsatz. So, jetzt bin ich auch gleich fertig mit dem Kolorieren des Autos. Ich habe mir so ein bisschen überlegt, was mache ich mit den Fenstern, habe mich dann dazu entschieden, das vordere Fenster auszuschneiden. Das war allerdings so ein Gefrickel, da musste ich jetzt gleich noch mit einem Skalpell auch noch ran, dass ich das bei dem hinteren nicht gemacht habe, weil bei dem hinteren macht es überhaupt keinen Sinn, weil hinten sitzt der Kleine drin und der Kleine hat so einen Sonnenschutz. Da würde ich das Fenster ja nie runter machen, also habe ich einfach kurzerhand den Sonnenschutz einmal eingezeichnet. Ihr seht schon, ich arbeite da mit ganz normalen Filzstiften. Ich habe keine Alkoholmarker derzeit. Ich hätte das jetzt auch mit Buntstiften machen können. Allerdings kommen später auch noch so Puffy-Sticker und sowas. Dann sieht das Ganze etwas mehr im Comic-Look aus und das gefällt mir eigentlich sehr gut für dieses Album. Ja, im nächsten Schritt gehe ich dann hin und klebe die ganzen Sachen erstmal an. Natürlich kriegt das Datum, also 5.4. ist der Tag, an dem wir losgefahren sind, kriegt auch noch Punkte, die habe ich jetzt ganz einfach aufgemalt. Ich werde später relativ viel auch noch mit Flüssigkleber arbeiten, Tacky Glue, um genau zu sein. Ja, hier sieht man ihn schon. Ich bin nicht der ganz große Freund von Tacky Glue. Irgendwie quillt das bei mir in allen Ecken und Enden aus, aber manches geht halt einfach nicht mit doppelseitigem Klebeband zu machen, auch wenn es mir immer noch das Liebste ist. Ja, dann habe ich für die Innenseite erstmal die Fotos zurechtgeschnitten, habe mir dann wieder anderes Papier geholt.
Ich muss dazu sagen, dass die Fotos teilweise etwas größer, teilweise etwas kleiner sind. Das hängt einfach damit zusammen, ob sie mit der Kamera gemacht sind oder eben mit dem Handy. Entsprechend haben die unterschiedliche Maße. Und hier verwende ich dann das erste Mal ein Stempelset vom Action auch. Diese Clear Stamps, die es das gibt, ich glaube, die sind aus der letzten Kollektion, noch nicht aus der jetzigen. Da war ein schöner Kofferstempel bei, der musste mit. Seitlich seht ihr auch immer mal wieder meinen Eckenabrunder. Klar, der ist öfters im Einsatz. Ja, hier seht ihr so ein bisschen, was ich da am Papier mir habe drucken lassen. Ich denke, im Laufe des Buches werdet ihr alle Blätter mehrfach sehen. Wenn es euch interessiert, schaut einfach die anderen Videos auch ein bisschen, beziehungsweise schaut das Übersichtsvideo. Da zeige ich auch jeweils nochmal, wie die Seiten am Ende aussehen. Dann kommen natürlich die Bilder drauf. Ich habe die Bilder auch immer etwas zurechtgeschnitten. Hätte ich die in voller Größe gelassen, hätte ich, glaube ich, ein doppelt so großes Buch am Ende gehabt. Ich finde aber, dass man Bilder auch durchaus an Rändern abschneiden darf, damit einfach das Wichtigste drauf ist, aber es auch nicht so ewig viel Platz wegnimmt. Denn hier seht ihr auch diese Wortsticker vom Smile, vom Action. Das waren noch die aus der letzten Kollektion. Ja, und hier schneide ich die Bilder wirklich rigoros zusammen, weil das obere und untere, das braucht kein Mensch. Ich muss nicht sehen, wie der Raum ausgesehen hat. Ich will vor allem sehen, dass der Kleine gerade den Koffer auseinander nimmt auf dem Bild. Beim Druck, das könnt ihr dort relativ gut sehen, bei dem Strandbild, ist öfters mal irgendwie unten oder oben ein weißer Strich entstanden. Ist etwas doof, war eigentlich, ich habe die Druckdaten nochmal kontrolliert, die waren in Ordnung, aber ist halt so. Macht aber in dem Fall auch relativ wenig aus, da ich die Seiten sowieso immer ein ganz kleines Ticken auf jeden Fall zurechtschneiden muss, auch wenn ich die auf volle Größe draufklebe, weil ich das einfach mag, wenn da noch ein kleiner schwarzer Rand ist. Und das Ganze hat eine Größe von 15x15, das Papier von 14,8x14,8. Also muss ich sowieso auch so 14 bis 14,5 cm alles runterschneiden und damit verschwindet dann auch der weiße Rand. Ja, hier habe ich das erste Mal ein Bild von einem anderen Tag genommen. Ihr könnt das auch gleich, wenn ich das wieder umdrehe, besser sehen. Da war das Wetter deutlich besser. Da war wirklich strahlend blauer Himmel an dem einen Morgen. Und ich finde, es macht aber nichts, die Bilder nebeneinander zu zeigen. Gerade wenn da der Strand noch dazwischen ist, harmoniert das trotzdem gut. Ja, hier klebe ich dann erstmal die Bilder noch ein. Ja, etwas ironisch natürlich, kleiner Engel, kleiner Lausbub wird wohl eher den Tatsachen entsprechen, wie er da einen Koffer ausgeräumt hat, aber ja. Dann gibt es vom Action, das sind diese 3D-Blöcke, wo man sich selbst Karten basteln kann. Ich nutze die nicht für Karten, ich nutze sie gerne mal für Scrapbook-Sachen, wie jetzt hier in diesem Fall. Die haben ein 3D-Buch gehabt, was sich rund um das Maritime gedreht hat. Und da habe ich jetzt dieses Herz mit dem Steuerrad drin her. Dann nehme ich auch Abstandsklebepunkte. Ich glaube, die sind jetzt auch aus dem Action. Ich weiß es gar nicht so ganz genau, ich glaube schon. Um das Ganze zu befestigen und dann habe ich nachher im Endeffekt was Schönes, ein schönes dreidimensionales Herz mit einem Steuerrad oben drauf
Und ja, das kann ich jetzt hier auf die Seite noch kleben. Ich habe dann natürlich auch kontrolliert, dass es sich noch gut umschlagen lässt. Ist natürlich immer etwas schwierig, wenn da dreidimensionale Sachen draufkommen, aber es funktioniert. Und irgendwoher habe ich diesen komischen Moosgummi-Seehund noch gezaubert. Ich fand ihn süß, ich fand, er passte an der Stelle. Ja. Dann an dem Leuchtturm habe ich mir überlegt, dass ich dort schon einen Tag reinmachen möchte. Dazu habe ich das gleiche Motiv mir zweimal rausgesucht und einmal nur die Steine und den Leuchtturm ausgeschnitten und den Leuchtturm oben mit dem 3D-Pads auch nochmal draufgeklebt. Dann passt da gut ein Tag drunter. Im Nachhinein muss ich sagen, da ich das Papier relativ dünn habe drucken lassen, ich glaube 135 Gramm oder sowas, hätte ich besser mal noch ein bisschen Cardstock drunter geklebt, damit es einfach stabiler ist, aber es geht auch so. Und ja, dann messe ich aus, wie groß ein Tag werden muss, der da drin sein soll. Ihr habt jetzt auch ganz kurz das Papier vom Action, den Block gesehen, den ich da benutze. Auch das Papier ist wieder daher. Und ja, dann habe ich noch weißen Cardstock. Den nehme ich oft, um Sachen zu beschriften. Habe hier noch kleine Stempel. Wie jetzt hier 100% Original. Das trifft einfach wunderbar auf meinen Kleinen zu, wenn man ein bisschen dabei lächelt. Und ja, ich beschrifte dann auch schon den Tag, bevor ich ihn aufklebe. Ganz einfach aus dem Grund, ich kenne mich, ich verschreibe mich, ich bin dann unzufrieden mit dem, was ich da geschrieben habe. Und wenn ich das schon aufgeklebt habe, dann muss ich es im Endeffekt so lassen oder komplett neu machen. Und ja, in dem Fall kann ich einfach nur das weiße Papier nochmal kurz ausschneiden und die Ecken abrunden und ja, ist nicht so viel Arbeit, das einfach nochmal zu machen. Ihr werdet auch im Verlauf sehen, dass ich öfters Sachen zweimal, einmal auf die Vorderseite, einmal auf die Rückseite schreibe. Da die Rückseite immer irgendwo angeklebt wird, kann man das auch leicht machen. Ja, so ist es halt bei mir. Ja, hier klebe ich die Sachen zusammen. Achte natürlich darauf, dass die Boote beide in die gleiche Richtung zeigen. Und ja, guck dann, okay, Teig passt rein. Dann habe ich mir irgendwann vom Chibo mal diese Zange, diese Stanze geholt. Und ich weiß gar nicht, wie das heißt, Nietpresse, whatever, wo man diese Nieten reinpressen kann. Das ist zwar ein ziemlicher Kraftakt, aber ich finde, das lohnt sich, sieht hübsch aus. Und da mache ich jetzt gleich noch ein Bändchen rein. Das zieht sich so ein bisschen durchs ganze Scrapbook. Ich habe ja, bei allen Tags, die ich irgendwie verwende, habe ich so einen Teil dran gemacht. Ich finde, das ist schön einheitlich dann und sieht einfach hübsch aus. Das war's nun also mit der Dekoration der Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr schaut auch mal bei den anderen Videos zu dem Album vorbei. Und nun wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!